Hallo Wetterpatient und herzlich willkommen zu einer weiteren Pit People Folge. Wir hatten eigentlich vor, zurück in die Stadt zu fahren, das alles zu erledigen, und dann ist uns die blöde Mission dazwischen gekommen. Irgendwas an diesem Bauernhof kommt mir bekannt vor. Oh oh. Oh, hi Nomad. Ach, noch mehr dieser hässliche Gewächse in meine wunderschöne Wüste. Oh Gott, falscher Dialekt. Das ist nur Gemüse. Weizen, Möhren. Und was ist angeboten? Sauberen Sand falsch? Hä? Weiche Nahrung sorgt für einen weichen Körper. Raus damit. Oh, hallo Moria. Brauchst du Hilfe gegen diese Schläger? Daniel, Moria war das Land der Orks. Die da war ist Moira. Die sieht aus wie das Land der Orks. Ich habe Erfahrung mit dem... Ich fand den lassiven Ton gut. Ich habe Erfahrung mit der Bestrafung von Eindringlingen. Ja, ein wenig Hilfe wäre gut. Bitte. Für meine beste Kundin, los geht's. Woher Alter, kennen wir die hätte denn? Man jetzt komplett als... Ja, das hätte man komplett alles falsch verstehen können. Durchaus. Ja. Haltet sie auf, bevor sie meinen Bauernhof zerstören! Wir beschützen gerade Karotten mit unserem Leben. Das könnte tatsächlich nervig werden. Vor allem, wenn man bedenkt, wie weit am Arsch der Welt hinten wir spawnen. Ja, und wie nah der Feind an den Karotten dran ist. Ich trinke in der Zeit mal was, ja? Das ist ja, denke ich, legitim. Oh mein Gott, der Cupcake mit dem Schädel drauf. Ja, ich wollte gerade sagen, das Design vom Cupcake ist schon nice. Wollen wir den vielleicht für deinen Gluten fangen? I don't have any nets left. Ach, stimmt ja. Wir haben... Ah, mein Gott, wir finden schon wieder was Nettes dann. Irgendwann. So. Okay, ich bin in Kampfreichweite. Ich noch nicht ganz. Naja, also, mein erster Typ läuft hin und haut ihn. Naja, das ist ja Kampfreichweite, das ist mein mehr. Die beiden, Zwillinge daneben stehen, die beiden Killer-Zwillinge. So, ja, das sieht sehr putzig aus. Dem komme ich irgendwie leider immer noch nicht ran. Salzer kann da stehen bleiben. Du greifst dir den. Und du gehst dahin. Na dann. Immer wurde einer gelähmt. Ja, vor allem, weil da doch... Die wirft Karotten, die Karottenbäuerin. Naja, was auch sonst. Das ist ja quasi ihre Expertise. Naja, eigentlich soll sie Dinge anbauen und nicht auf die Gegend werfen, aber ja. Ja, aber die hat sie halt immer zur Hand. Ich sehe den Sinn hinter ihrem Plan. Ja, das stimmt. Ja, genau das geklappt, was ich wollte. Ein Gegner von da weg. Oh, sehr also, schön. Er wird das weiterhin angreifen, aber... Ja, das Gute ist, wir haben eine Mauer. Gegen die nächsten 4 Karotten sitzen, dann müssen sie außen rumlaufen. Ja. Und ich schließe jetzt sozusagen von der anderen Seite gerade auf. Salzer. Weißt du, ich meine? Ja, ja. Ich verstehe dich schon. Oh. Das war etwas ungünstig. Okay, der Kohlkopf ist gleich tot. Wir kämpfen gegen Bäume. Oh, Quinnever, was machst denn du hier? Brace this an. Du hast da bestimmt eine Erklärung für dieses Zitat. Quinnever, Göttin der Sonne. In Dark Souls 1. Du sagst das so, als müsste man das einfach wissen. Du sagst das so, als wäre das eine entschuldigbare Tatsache, es nicht zu wissen. Ja, ist es, wenn man nämlich kein Dark Souls gespielt hat.
Dann haben wir gleich eine ganz andere unentschuldigbare Tatsache. Nein, ich hänge zum Beispiel an meinen Controller an. Was du mit deiner Wut nicht umgehen kannst, ist eine der Sachen, die du auf Dark Souls hättest lernen können. Oder ich hätte Menschen getötet. Unschuldige... Win-Win-Situation. Ich hätte unschuldige... Okay, ich hätte Menschen getötet. Gibt es denn einen unschuldigen Menschen auf dieser Erde? Ja. Ich kenne ihn nicht, aber das sind so viele, davon muss ja wohl einer unschuldig sein. Ja, stimmt, irgendwo ist immer ein Neugeborener. Ja, ob die unschuldig sind. Ja, ja, stimmt, eigentlich ist unsere Existenz an sich schuldbehaftet. Gut. Sag mal, warum ist eigentlich die Mauer plötzlich weg, die wir so schön geschlossen hatten, dass die Leute nicht an die Karotten kommen? Wo hat die Mauer gelöst, indem er einfach alle Leute rübergeschleudert hat? Woodrow, kleine Verräteres. Er ist zugegeben, dieses Mal etwas antiklimatisch. Na dann, müssen wir sie einfach nur schnell töten. Auch gut. Ich find's schön, wie sie mit den Karotten sofort auf die Fernköpfe wirft. Danke, haha. Lang. Unser Team gerade ist so wenigstens fokussen sie schön alles. Und Salzer, vor allem Salzer. Ja, aber Salzer stört er zum Glück nicht. Ja, Salzer hat ja eine Fallschwäche, oder? War das nicht? Ja, das. Ja, aber sie hat halt Leben ist unter den Arsch. Also brauchst du diese Ausdrucksweise. Was sollen unsere jungen Zuschauer von uns halten, wenn du solche Dreckswörter verwendest? Ich wollte es jetzt nicht übertreiben. Eigentlich hatte ich vor, so eine richtige Schimpftirade Lust, dass dafür so, nee, muss auch nicht sein. Auch geil, ich schreibe gerade so, nein, du kannst jetzt nicht vorbeikommen, dir dein Geld abholen. Ich nehme gerade mit einem Freund auf. Antwort, du machst was? Siehst du da? Okay. Gut, an manchen Leuten laufen einige Dinge vorbei. Ja, das ist doch... Es Zeit, dass ich bis morgen mir ein Porno-Profil irgendwo zulege und sage, dass ich jetzt irgendwie tolle Videos aufnehme. Einfach nur, um sie zu verstören. Was zum Teufel? Ich brauche irgendeinen tollen Nickname. Master of Suicide wäre auch ein interessanter Name. Meister des Selbstmords. Ja... Das wäre echt interessant, was da rauskommt. Storyline-technisch. Wobei andererseits Pornofilmchen jetzt nicht zwingend für ihre gute Story bekannt sind. Eben deswegen. Alarm! Alarm! Magst du mal vielleicht deinen Heiler woanders hinstellen? Du weißt schon, weg von der Front und eine Position, wo er da verrückt die Idee Leute heilen kann. Sehr schön. Und es wird gleich ein Mensch sterben. Ein Mann. Spider Slayer ist ein geiler Name. Ich finde unten Skull Puncher auch gut. Einer von den Bogenschützen. Aber auch die Spinnenfrau, die Bäume heißt, mit ihrer Identitätsstörung ist schön. Ich identifiziere mich als Großgrüngewächs. Als flächenbedeckendes Großlandgrün. Irgendwie so war der Fachterminus für Baum. Baum ist diskriminierend. Sehr gut. Sehr gut. Puh. Wir haben mehr Karotten überleben lassen als erwartet. Natürlich muss sie noch an. Ja, das. Da kommt die Antwort. Wird sie wohl nicht schaffen. Also dafür ist die Anzahl an Leuten, die sie töten können, zu hoch. Kann nicht jeder Mensch dich töten. Gut, dann verlasse ich mich drauf, dass Rage hier oben einen guten Nahkampf leistet. Und schicke Salzer da weg. Das war im Nachhinein gesehen eine sehr, sehr unsmarte Entscheidung. Naja, der ist trotzdem tot, nächste Runde. Konzentrier du dich mal auf den rechts. Den Bayern auf die richtige Fahne setzen? Gut überlegt, Prof. Ja, nein. Also auf den Bogenschützen rechts. Vielleicht deinen Geist mir mit ran schicken. Aber dein Hauptnahkämpfer kannst du ruhig
An den Dude dran schicken. An den Dude. Ich meinte es ein bisschen genau andersrum. Den Geist, ach, ja, den Geist lässt du mir mit ran? Weil ich wusste, nein, dass er den genau tut. Der Nahkämpfer wäre nicht an den Achso. Reingekommen. Oh nein, der Gegner ist aber weit weg. Was soll ich nur tun? Ah, Mist. Nein, es reicht nicht. Nicht lang genug, wa? Brauche ich natürlich auch Salza nicht irgendwie Leben kosten lassen. Komm, der ist tot. Daniel? Daniel? Ja, lieber Zuschauer. Das passiert, wenn das Internet nicht mitmacht. Ich hoffe, wir können das jetzt noch vernünftig weiterspielen. Ja, das können wir. Okay. Mal sehen, was gleich passiert. Ich bin gar gespannt. Wir werden hier gleich einen Cut setzen. Kann ich jetzt farmen? Ich kann jetzt selbst fahren. Gut, wir machen hier einen ganz, ganz kurzen Cut. Und da sind wir wieder. Wir haben uns wiedergefunden. Yay! Ist das nicht toll? Wiederfinden. Eine Vereinigung. Ein Zusammenfinden von alten Freunden. Bin ich mal noch nicht losgefahren? So. Quick, open your third eye. Ja, ich hoffe jetzt, dass das jetzt was Vernünftiges läuft. Wo bringt der König seine Armeen unter? In der Kaserne. I don't get the joke. Ich glaube, das sind auch keine Witze. Und die Links haben wir noch nicht. Achso, da müssen wir hin. Die Mission. Der Missionsname. Walking on Sunshine. Ich denke, alle haben noch den Namen, das Singen im Kopf. Mhm. Vielen werden wow. Elektrischen Schaden ausgelöscht. It was easier to get down here than I expected. Ja, Sun Matush in Herbland in Sunatik. What is she up to? She is cooking, my lady. More of that mad science, I bet. Yes, there can be no doubt. Fancy zombie, do you know of a mirror down here? Oh, right. Mr. Whisper said we should look for a mirror. A mirror, right, Josh. It is just over there. Here's our lock leader. Hey, mirror? Yeah, careful, Blackman. Yeah, what's up? What's that? Wow, I can't believe that worked! Why, man, I was standing right here. You come for the sun sword. Truly, do you pose it? I mean, Zorda, you'll need to fix me first, though. I think Megabed is keeping my broken shard in a sarcophag. Who's? Find it, bring it to me, and let's do this thing. Auf welchen tippst du denn? Ich bin für die einen mit den Haartrollen drauf. Das war ja klar. Oh, verdammt. Mein, so, also ist deiner. Mein, so, Sakurofov, guys. Zumatush, collect them. Warte, lass uns überlegen. Vielleicht gibt es da irgendeinen Hinweis. Why? Ah, das ist deine, sorry. Why? Wait! Why would she keep a mirror shard in sacrifice? Oh, she keeps all kind of stuff in there. Come to think of it, you should probably watch out. Who knows what's in the other ones? Okay, also nur einen mal gleichzeitig aufmachen. Ja. Und. Ich bin für den rechts unten. Wir fangen einfach kategorisch an.
Ich habe jetzt übrigens auch die Kanonenkeule, die Daniels Charakter hat. Wir haben perfekt. Doppelapokalypse. Gar maximalen Schaden, wenn wir da raushauen. Also hauen wir jetzt alle auf diesen Sarg mit der FP. Ja. Ja. Was hat dir dein armes Maskottchen eigentlich getan? Das sieht immer noch aus, wie es. Hey, what's all the noise down there? Oh! Möchte anmerken, mein Maskottchen ist fast tot. And Fudos, smashing up the master sacrifice. Get them! Schaut euch das an, das Leben von Needle. Gut, that's maybe unlucky. Hätte nicht erwartet, dass das Feuerschaden macht. Es waren 80 Schaden. Well, you're stuck here in my lair. Damit hat niemand gerechnet. Naja, Zitat von einem Portal-Song, den ich letztes Mal schon zitiert habe. Nein, ich meine, niemand hat gerechnet, dass das Ding explodiert. Achso. Ich finde den Mustache von Sneezy übrigens ziemlich gut. Oh mein Gott, ja. Gut. It's maybe not so lucky situation, I would say. Not so lucky, you would say. Das mag durchaus stimmen. Ja, Salza, du stehst da blöderweise ganz richtig. Er ist deiner Fee ausgewichen. Wow. Gut, es war taktisch nicht so klug, ihn wegzuschicken. Das hätte ich nicht tun sollen. Naja, gut. Ja, er ist doch schon betäubt. Nochmal hauen. So scheint das bei denen zu funktionieren. Mehr hauen machen, mehr Schaden. Ich bin immer total verwirrt, wenn der Typ mit der roten Keule nicht auf mich reagiert und drauf, oh, das ist dein Typ mit der roten Keule. Ja, ich denke mir auch immer, wieso kann ich die Kontrolle, das ist doch dein Skript dann. Oh, halt, das ist nicht. Oh, schön, du hast den Revolver nach hinten geschmissen. Ja. Das ist halt Hyper. Er Hypes Hyper, Kraft. Hyper. Er ist doch geschlechtlich nicht so ein. Was zum Fick? Salzer, was hältst du von einem strategischen Rückzug nach ganz weit weg? Das ist. Ich schicke meinen Highlight dann so hin, falls das geht. Aus irgendeinem Grund kann ich Salzer nicht. Sie hat keinen Platz frei. Sie ist eingezingelt, oder? Richtig, und nach. Eingezingelt. Und nach oben ist auch kein Platz mehr. Okay, ja, ich heile sie mal, auch wenn ich nicht glaube, dass das hier retten wird. Ich glaube auch nicht. Nun gut. Das ist ein sehr ungünstiger Kampfstart. Gut, dass ich Wiederbelebung mit habe, wenn wir den Kampf überstehen. Ja, das könnte echt helfen. Ich habe keine Heiltränke mehr mit. Damit habe ich nicht gerechnet. Der wird gut weggekickt. Naja, wie viel werden es jetzt mit rausholen? Na, obwohl. So, also, you can do it. Gut gemacht, Schweizer. Sie hat. Okay, doch nicht. Sie hat einen Fluchtweg! Wir haben vielleicht noch ein Problem. Ich seh's, ja. Viel Spaß mit dem Sarg. Hoffen wir, dass es nicht Feuerschaden ist. Weißt du, was jetzt geil wäre? Wenn da jetzt die Scherbe drin ist. Ja! Oh mein Gott, das wäre so dieses typische, der. GM möchte nicht, dass dein Team drauf geht. Ja. Was in dem Fall echt cool wäre, also wenn du das so machst als GM. Also ja. Wenn dein Torso landet auf dem Sarkophag und du zerbrichst ihn unter deinen Füßen. Well.
Und schneidest dir noch die Fußsohle mit den Scherben auf des Tages, der dadurch mit Blut benetzt wird. Und der Spiegel aktiviert seine Kraft. Aber das Spiel hier ist natürlich dumm und kein echter Mensch und deswegen kommen nur Zombies raus. Was zum Teufel ist da denn gerade passiert? Das Maskottchen hat sich in die Luft gejagt, hat eine Spinne mitgenommen oder so. Der hat einiges mitgenommen. Oh mein Gott, der hat 3 Leute getötet. Gut gemacht, Nidl. Genau das, was ich geplant hatte. Ja, ich wusste, dass da viele stehen, aber ich dachte nicht, dass du so viel Schaden machst. Ja, Hype haut halt drauf. Ich würde sagen, Hyper macht jetzt alle Türen auf. Wir müssen diese Scherbe finden und hoffen, dass damit irgendwas passiert. Woodrow macht genau das. Well. Aha. Nein! Bei dem sagt gar nichts. Woodrow ist umzingelt. Von Zombies. Das erweckt. Ja. An eine Kluft. Ja, an eine Kluft, an eine Krypta. Ja, ne? Kleinen Ort. Und ein Magier, der mit aller Kraft versucht, in seiner Bärenform zu bleiben, um nicht voll zerfleischt zu werden. Alter, das war so intens für mich. Ich war so, bitte nicht. Ich muss da gerade so ein bisschen an die Schluchtszene denken. Ich hatte Talent dafür, die Situation hängen zu bleiben. So, nein, bitte nicht. Du könntest ruhig die anderen mit aufmachen. Ich schick meinen Geist mal das andere Ding aufmachen. Da oben? Das hier, erstmal das hier unten. Weil dann sind nur noch die anderen beiden, die es zu öffnen gilt. Okay, ja. Das wird hart. Das wird so hart. Sehr schön. Einer tot. Da ist er! Es war eine von den besten Dingen, wie ich gesagt habe. Nice. I found it. We found it. Der Charakter sagt I. Wow, we are lucky. We didn't break it, even worse. Quick, grab the shard and get it back to the mirror. Klingt nach einem guten Plan. Weiter so, Woodrow. Lenk sie alle ab. Du machst das gut, Woodrow. Ich nehme mal an, Horatio soll ich das Ding schnappen und rennen? Ich wäre eher für... Wie weit kann denn Horatio? Ich glaube, mein Geist kommt sogar noch ein bisschen weiter. Wie weit kommt dein Geist? 3 Felder von ihm weg. Horatio kann 4 Felder laufen. Respekt. Horatio ist nur auf Geschwindigkeit. Deswegen ja auch der Zahnstocher als Waffe. Das ist Skala Hart, mein Freund. Er hat nur einen Zahnstocher als Waffe. Sorry, Chris. Er ist auch genauso schnell. Bloß im Gegensatz zu dem hier ist Galat halt nützlich im Kampf. Got the shard. Keep those guys off me while I get to the mirror. Das hättest du nicht laut schreien sollen, Horatio. They are trying to steal the master's property. Get them. Nein. Ah, gut, die sind langsam. Ah, wenn die mich jetzt dann, sind wir so im Arsch. Gut gemacht, Horatio. Gut gemacht. Well, lucky. So. Zombies laufen wie weit? 2 pro Runde, oder? Ja, ich glaube. Der einzige Geist, der ein bisschen Problem könnte, ist Tactikin. Das heißt, ich muss aufpassen, dass ich sozusagen nur von den Feen hier unten gegrillt werde, aber die Zombies nicht an mich herankommen. Perfekt. Genau. Ich hoffe, dass, Woodrow den einen Zombie zurückwirft. Mist. Sehr nicht schön. So gut, die wegdodged. Ach, Woodrow den geworfen. Sehr gut. Nein, irgendwas ist, kommt an den Rand. Achso, der Riese. Nein, das war unschön. Aber egal, er hat ihn so weit geworfen, dass es passt. Ich wollte sagen, das war jetzt zwar nicht unbedingt die optimale Lösung, aber die Fee stirbt. Du kannst also deinen auf andere Sachen konzentrieren lassen, den Rest deines Teams. Okay. Ich glaube, der ist für Woodrow gerade eine größere, für den gerade eine größere Gefahr. Ja, sehr schön. Das heißt natürlich gerade perfekt. Es ist tatsächlich nur noch der linke Zombie eine Gefahr. Aber den werde ich mit. Ja, den schalte ich mit Woodrow aus. Nee, schnapp du dir den mit dem Geist? Woodrow stellt sich den in den Weg. Dingens halt nach vorne bewegen.
Gut, das haben, der sollten wir geschafft haben. Netz auf sie im Notfall. Ja, passt. Sehr schön. Oh, ja, sehr schön. Das ist natürlich noch besser. Ja. Not a Troll ist ein geiler Name übrigens. Oh nein, warte. Ich wusste gerade nicht, wie weit die Reichweite von dem Kollegen ist. Wenn der jetzt noch was gestunt hätte, wäre es natürlich blöd gewesen. Aber jetzt bist du ja da. Ja, das war gerade. Und deswegen habe ich keine Spider-Ladies an der Horatio. Das wäre okay, jetzt sonst echt hart geworden. Ja. Ich sehe den Nutzen das darin. Das ist praktisch Glück. Okay, just push that piece of glass back into my face. And now we're back in business. Let me synchronize my reflectors. They're all fixed. Why don't you go on and clear your room so we can chat? What? Nein, mein Gott, die zwei Zombies. Ach so, okay, das ist weniger üblich, als ich jetzt in Erinnerung, als ich es jetzt so aktiv wahrgenommen habe. Wir haben tatsächlich gerade, weil wir was anderes als Ziel gesetzt hatten gerade, sehr effizient alles weggeschmissen. So, oben ist noch ein Bogenschütze. Oh. Auf ihn! Wow. Wow. Natürlich, er muss das noch kritten. Gar nicht verschwendete Ressourcen. Oh, da unten ist wieder ein Zombie aufgestanden. Was ist denn zum... Ah, den darf dein Geist übernehmen. Ich glaube auch. Noch ein Zombie. Geh du weiter, ich schnapp dir mit meinem. Okay. Dummer Geist. Na egal, Hauptsache wir kommen voran. Wir sind gleich bei dem Kollegen dort oben. Na dann. So, haben wir es. Ich finde es auch schön, wie Horacio jetzt auf die ganze Map gelaufen ist. Mein Gold-Typ immer noch nicht da ist. Wir haben übrigens eine Folge mit echter Überlänge. Naja, dann cutten wir jetzt hier vor dem Grande Finale, was passieren wird nach dem Kampf. Nein. Also wir machen wir machen diese Szene zu Ende von der Mission. Okay. So, bitte sagt nicht, dass gleich noch irgendwo ein scheiß Zombie aufsteht. Vielleicht ist das etwas übereifrig. Sehr gut. Er ist tot. Okay, one trip to the sun right this way, so it's right on the other side. On the sun? I know, right, sounds too good to be true. It's really just sitting there. Wait, I know, there was, use the SPF 5000. Well, yeah, I mean, you'd be charcoal in seconds otherwise. Well thought, Princess Pipistrella. First adousing and now on to our destiny. Yeah, mean, why not? Let's get crazy! I feel all tingly. I hope that means it's working. Probably. I don't have nerves. Oh yeah, let me fix your boo-boos. Oh, wir werden geheilt? That's better. Well, there goes nothing. Ah, okay. Aber hier machen wir einen Cut. Die andere Seite des Spiegels offenbart sich erst in der nächsten Folge. Bedanken uns ja fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like oder Kommentar da. Bis dahin. Ciao.